Hallo, hier ist wieder Bren von PBPlayD und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft Daily. Wir sind wieder zurück in unserer schönen kleinen Welt, in der wir noch viel zu tun haben. Hier ist unser Verzauberertisch, mit dem wir jetzt bis Level 30 noch verzaubert können. Yay! Und hier ist unsere kleine Kiste mit Lapis Lazuli. Und ich habe eine kleine Überraschung für euch, was ich nach der letzten Folge noch offscreen gemacht habe. Und zwar ist das hier. Die Wand der... Oh, die Wand der Erinnerung. Und da habe ich mal alles so aufgeschrieben, was wir noch planen. Also wir wollen eine Brücke bauen, wir wollen die Wege anlegen, ein Dia-Schwert bauen und das verzaubern, Schafe züchten, Bücherregal ergänzen, Netherportal bauen und Knitterquarz und Glowstone holen und das Haus in Dunkeleiche verkleiden. Wobei, das mache ich wahrscheinlich tatsächlich offscreen und präsentiere ich das dann einfach nur. Und ich habe noch eine andere Sache gehabt, und zwar hat der Teasy mir in die Kommentare geschrieben, ich möchte doch bitte die Stelle nochmal ein bisschen ergänzen. Und zwar ein bisschen umbauen. Und das werden wir auch tun. Und dafür baue ich mir jetzt ein Diamantenschwert. Weil ich das ja dafür unbedingt brauche. Ja, ein Stöckchen. Ah, das Diamantenschwert. Sehr schön. So, können wir jetzt zum Verzauberertisch gehen und uns das Schwert verzaubern. Rückstoß 2, das ist, glaube ich, nicht so geil. Kriege ich da was anderes? Rückstoß. Rückstoß 2, wieso funktioniert das denn? Ich muss hier abgehen. So. Ah, jetzt habe ich es auch gerafft, warum ich letztes Mal nicht Level 0 war. Hier steht bei 3 Erfahrungsstufen. Aber, also der, warum ich das jetzt hier hin und her lege, der Teasy, glaube ich, auch hatte geschrieben, kann aber auch der Komak-LP gewesen sein, bin da gerade nicht so ganz sicher. Entschuldigt bitte, dass ich durcheinander komme. Mit den Unmengen an Kommentaren, da kann ich das einfach nicht mehr im Kopf behalten. Nein, ich weiß es einfach nicht mehr genau. Der hatte auf jeden Fall geschrieben, dass wenn ich das raus und reinlege, dass dann was anderes kommt, aber das stimmt gar nicht. Die bleiben immer die gleichen Sachen. Ich meine aber auch, dass die das mal geändert hatten. Dass das tatsächlich jetzt so ist. Das heißt, ich müsste quasi Rückstoß dran. Ich hätte natürlich gern was Cooles. Vielleicht muss ich einfach mal zwischendurch... Zack! Achso, die ist ja schon verzaubert. Nochmal die Eisenspitzhacke hier. Effizienz 5, 4. So. Und hier habe ich dann Rückstoß 2 immer noch. Das ist ja... so cool. Rückstoß ist, glaube ich, nicht so geil. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie mein Schwert verzaubert, glaube ich. Noch nie, never. Hab ich noch Leder? Mal kurz eine wilde Tour hier durch die Kisten, die dringend mal sortiert werden sollten, ich weiß. So, Dia-Schwert. Hab ich gemacht. So. Wundervoll. Erster To-Do-Punkt schon abgehakt. Dann. Habe ich in eine Kiste hingestellt? Da habe ich noch eine Kiste, genau. Auch Weizen. Zack. Bleib drin. Friss das. Friss das. Ich würde gerne Bücher bauen, um hier den Rückstoß zu verzaubern. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt. Geh mal hier weg, ey. Was willst du immer raus, du Penner? Ich glaube, ich muss hier mal eine Doppeltür einbauen. So. nee, Moment. Hier wieder dran. Weizen wieder rein. Ah, dann nehmen wir direkt mal hier die Pfeile. Das lassen wir drin. Die nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Ja. Ui. Ah, das ist eine wundervolle Brücke, die wir uns da gebaut haben. Also das können wir auch schon abhaken. Wo habe ich's? Brücke? Nein. Natürlich nicht. So, in welcher... Oh. Oh je. Hausüberflutung. Vielleicht soll ich mal den Eimer einfach wegnehmen. Was haltet ihr davon? Pfeile. Da sind schon welche. Dann habe ich hier... Ah, ich habe eine gute Idee, was wir machen können. Das machen wir jetzt als erstes. Bevor ich es wieder vergesse. Zack. 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 Oh, zack. Zack, zack. Den nehmen wir wieder weg. Machen wir mal Blumentöpfe. Dann hätte ich gerne...
Ich glaube, wir bleiben bei Eichenmöbeln. Ja. Birkenholz, nein. Hab ich kein Eichenholz mehr? Was hab ich noch mit in der Tasche? Okay. Hab ich kein verarbeitetes Eichenholz mehr? Hab ich noch 4 Kies? Hab ich noch mehr Kies? Kies. Da ist kein Kies. Da ist auch kein Kies. Naja, dann nehme ich halt. Bin grad ein bisschen planlos. So. Zack, zack, zack. Einmal die 4 Stufen. Dann brauche ich einmal. Super. 6:4. Das ist ja geil. Danke, Minecraft. Das hilft mir echt gut weiter. Naja. So, und jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie wir das jetzt am besten bauen. Ich glaube, das bauen wir mal hier oben. Da machen wir das hin. Boah, wie kriege ich denn das jetzt gebaut? Ich weiß nicht, ob ihr es erahnen könnt, was ich hier machen will. Nein, das ist was. Das war schon mal nicht genau das, nicht das Richtige. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich das machen kann. Kann ich das so machen? Ja. So. Zack. Zack. Und schon haben wir hier einen wundervollen Tisch. Ach, ist der schön. Hauen wir direkt mal 2 Blumenkübel drauf. Vors Fenster. Herrlich. Wird das schon wieder dunkel? Ach, hier können wir auch Blumenkübel hinstellen. Wird mir ganz auf. Gute Idee. Dann machen wir da einen hin. Und da. Und schon haben wir fast keine Blumenkübel mehr. Da bauen wir direkt nochmal welche noch. Na, noch. Noch. Komm, bauen wir 9. Ist doch egal. Und so, wir haben hier ordentlich welche. Zack. Ja, komm, dann machen wir 10. Zack. Blumen bräuchten wir natürlich dafür noch. Das wäre ganz cool. Kann ich pennen gehen? Ja. Sehr schön. So. Einmal runter. Blumen haben wir auf jeden Fall schon welche in den Kisten. Da haben wir mal geritten. Ah, wir könnten auch hier Bonsais, könnten wir auch hinstellen. Das sieht vielleicht auch ganz cool aus. Taschen zu voll. Zack, das Diamantschwert kommt auch mal dahin. Da haben wir, die habe ich schon. Eichensetzlinge können wir auch mal mitnehmen. Federn können wir hingegen ablegen. Das kann man da glaube ich nicht reinpacken. Ja, warte mal. Wir haben hier irgendwie gerade die Weizenkörner mit. Die haben wir hier an 15 verschiedenen Stellen schon wieder liegen. Das ist das mit unsortierten Kisten. Da sind auch noch welche. Zack, zack. So. Was haben wir denn noch für Blumen? Porzellansternchen. Flieder ist zu groß. Da haben wir noch mehr mal geritten. Die können wir auch mal da reinpumpen. Gras haben wir nicht. Eichensetzlinge haben wir noch. Da haben wir hier einen Löwenzahn. Naja. Mohn. Oh, beim Mohn habe ich keinen Platz. Packen wir hier die Steine weg. Dann sondieren wir mal kurz. Achso, nicht gern. Zack. Nee, Quatsch. Das wollte ich. Doch, das war auch gut. Und zwar aber. Zack, zack. Dann den wieder mitnehmen. Und die wieder mitnehmen. Und dann gehen wir mal nach oben. So, was packen wir jetzt da rein? Ich finde eigentlich diese Bonsai-Dinger ganz cool immer. So, mal gucken, welche gut aussehen. Der sieht gar nicht schlecht aus, der Akazien-Bonsai, ne? Ach, jetzt muss ich da eine neue Vase hinstellen, okay. Bilder müssen wir auch mal aufhängen. Ich glaube, das finde ich gar nicht schlecht. Weil, nee, ich weiß nicht, der Birkensetzling sieht mir irgendwie ein bisschen zu traurig aus. Ich glaube, das gefällt mir so besser. Da setzen wir, glaube ich, mal ein paar Pflanzen hin. Ein paar Blümchen. Bäume sind auch Pflanzen. Ach, wie schön. Ist das herrlich. Wir könnten auch hier vor die Fenster jeweils so. Ja, aber wir lassen uns das mal so. So. Wieder runter. Ich glaube, ich finde auch irgendwo hier noch so ein
Hier hinten vielleicht. Könnte man machen. Steht da. Da. Wir brauchen noch mehr. Ich sehe das schon. Aber es ist auch mal wichtig, dass wir mal so ein bisschen in der Inneneinrichtung hier uns bauen. Weil da haben wir noch gar nichts quasi. So. Das mal reichen. 14 Stück. Und da, da, da mal so eine Sitzbank. Da könnten wir noch hier noch mit den... Oh. Das war nicht richtig. Das sollte eigentlich da dran. Ja. Genau. Und da, genau. Wundervoll. Dann... Oh, wie baue ich denn... Ah, da müssen wir, glaube ich, tricksen, ne? Irgendwie Erde. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht, wenn man das so macht. Aber dann können wir wenigstens was draufstellen auf diese... Ich weiß, normalerweise macht man das ja so mit diesen Druckplatten. So ein Zaun und dann Druckplatten. Aber da finde ich immer blöd, da kann man nichts draufstellen. Das finde ich echt ganz doof. Schippe. Ja, da kommen wir ein bisschen mit der Tür hier mit rein. Druckplatte machen wir mal weg. Zack. Zack. Dann haben wir einen schönen Tisch. Kann man zumindest auf der einen Seite sitzen, ne? Das ist weit weg. Hm. Jetzt hier so sitze. Ist schon weit weg, ne? Aber dann kommen, sonst kann man ja auch nicht mehr dazwischen. Oben muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht in den Kopf stößt. Oder macht man nur einen Tisch? Hm. Können wir auch machen. So eine Reihe nur. Wäre auch möglich. Hab ich Teppich? Nee, hab ich nicht, ne? Das gefällt mir irgendwie so nicht. Das gefällt mir so irgendwie nicht. Leitern mal weg. Machen wir mal vielleicht doch direkt da dran, aber ich weiß nicht. Nee, das ist ja auch nichts. Könnten wir uns einen schönen Tisch bauen? Lass mal überlegen, was könnte man denn da Gutes machen? Was haben wir denn noch so zur Auswahl? Wir könnten auch einen Steintisch bauen, ne? Also ganz klassisch ist ja... Könnten wir auch mal so einen Esstisch schließlich. Nehmen wir mal Zaun mit. Stufen und die Dinger jetzt mal weg. Und die Druckplatten, aber da brauche ich bestimmt noch eine von. Also mindestens noch eine. Ist das jetzt eine Druckplatte? Ja. Das ist ja dieses klassische. Das würde ich aber, glaube ich, direkt da dran machen, oder? Das ist, glaube ich, zu weit weg. Nein, ne? Kann man uns da nicht richtig hinsetzen, aber... Kann man gar nicht sitzen. Oh Gott, ist das kacke. Machen wir nochmal weg. Hier quasi so. Zack. Oh. Zack. 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 Die verbinden sich ja gar nicht. Das ist mehr so ein Thekentisch dann, ne? Hm. Bin nicht begeistert. Nein, 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 nein. Alternative wäre jetzt noch... Ne, da nicht. Da habe ich es, glaube ich, reingetan. Ne, genau. Zack, zack. Ist eigentlich meine eine Druckplatte da? Habe ich jetzt keinen Platz mehr für. So, nee. Oh.
nicht richtig. Da. Kann man machen. Würde vielleicht Sinn machen, jetzt die ganze Ecke noch durchzuziehen. Ja. Nein. Das ist nichts. Das passt nicht zu uns. Das ist nicht unser Stil. Sitzecke. Da auch noch. Große Sitz-Lounge. Kann man machen. Und hier machen wir dann einfach einen Tisch. Wenn wir Wolle, ja, perfekt. So, die blöden Pflanzen alle weg. So. Nein, nicht alle. Jetzt habe ich schon wieder keinen Platz, ne? Lass mal die Dinger nehmen. Teppich. So. Ist jetzt weiß. Gut, kann ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht ändern. Ist halt eine klassische Tischdecke. In weiß. Oh, wir könnten auch so ein. Ah, nee, das geht nicht, ne? Kann man. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Da kann man keine. Das ist auf so eine halbe Stufe, da kann man keine. Na, sagt schon. Kann man nicht was draufstellen. Muss Schilder sein, ja, die haben wir auch. So, ich packe jetzt mal die Akazienholztür weg. Brauchen wir nicht. Was könnte man jetzt noch. Wo können wir jetzt noch Deko hinschmeißen? Ich finde, hier könnte man noch so gut so einen Beistelltisch machen. Zack. Zack. Machen wir hier noch so. Hölzchen in der Mitte. Blumentopf. Und dann tun wir da mal eine rote Blume rein. Wundervoll. Als hätte da noch nie was anderes gestanden. So. Hat er auch nicht. Verwundernswert quasi. Soll man das dann jedes Fenster machen? Könnte man nicht machen, ne? Ich habe nämlich noch was über. Und ich habe. Oh. Für hier eh keine Verwendung. Da. Ah, wo sind denn schon wieder die Pötte? Da. Tasche ist auch wieder durcheinander. Blöd. Packen wir da die gelbe Pflanze rein. Immer nur eine. So. Den Rest an Gemüse packen wir jetzt mal weg. Töpfe packen wir auch weg. Stopp. Wolle packen wir auch weg. Die Steindruckplatte nehmen wir wieder mit. Kann hier wieder hin. Glück gehabt. Holz kommt dahin. Stein kommt weg. Leitern brauchen wir auch nicht mehr hin. Da. Unten. Mal erstmal die Schilder hinpacken. So, dann ist, glaube ich, schon wieder dunkel. Hier könnte man auch vielleicht eine Doppeltreppe machen, ne? Wäre eine gute Maßnahme, glaube ich. Könnte man machen. Machen wir aber, wenn, in der nächsten Folge. Denn ihr seht nicht, aber wenn ihr nach unten guckt, dann seht ihr, dass wir bei 18 Minuten sind. Und das Raum muss ja wohl reichen für eine Folge. Wir haben ein bisschen Innenarchitektur gemacht. Vielleicht habt ihr noch ein bisschen gute Ideen. Ein paar gute Ideen, was wir noch so machen könnten. Das ist eigentlich auch ein guter Tisch, ne? So, mit dieser Decke darüber. Hm, ja. Aber ich lasse das jetzt mal so. Vielleicht nehmen wir da noch ein anderes Holz. Wir könnten was von dem roten Blumen noch nehmen. Das machen wir noch schnell. Akazienstufen habe ich zumindest. Ich habe noch eine andere gute Idee. Und zwar Akazienholz in Rohform. Bumm. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Alternative wäre das. Ne, ich glaube, ich finde das mit dem Stamm ganz cool. Oder wir nehmen halt einen. Ich glaube, einen Eichenstamm haben wir nicht mehr. Aber einen Schwarzeichen. Könnten wir auch nehmen. Ah, nee, wo ist es? Da. Oder hat eine Blume drauf. Aber wir lassen es erstmal so. Ich glaube, so gefällt mir das erstmal ganz gut. Da hab ich das hergenommen. Da hab ich es rausgenommen. Zack, zack. Das tun
Auch da rein. So, ja. In Einrichtung. Zumindest ein bisschen was haben wir gemacht. Ich guck mal oben noch so ein... Das lässt mich ja nicht los jetzt, ne? Oh, da habe ich eine gute Idee, Leute. Da habe ich eine richtig gute Idee aus. Ich weiß nicht, ob ich das oben hinbauen würde. Ich glaube, das würde ich eher nach unten bauen. Aber wohin? Die Ecken sind ja alle schon belegt. Und woanders passt es da nicht hin. Da brauche ich einmal... Haben wir auf jeden Fall noch. Deswegen kann ich das noch schnell machen. Da. Glasscheiben. Ich glaube, ich mache das mal hier hin. Ui, was ist das denn? Ach so. Warum, nee, warum sieht das so aus? Verstehe ich nicht. Warum sieht das jetzt so aus? An der Stelle. Das ist blöd. Das, dann funktioniert das nämlich nicht. Also sieht es kacke aus. Sagen wir mal so. Das ist ja ärgerlich jetzt. Noch Glas mit dem Griff. Irgendwas zum Färben? Das brauche ich nicht. Das kann so mit dem Holz zusammenhängt. Hier haben wir noch Sand. Wir brutzeln mal gerade ein bisschen Sand. Ich brauche nämlich nur zwei Blöcke. Und dann hören wir aber auch wirklich auf. Versprochen, ihr seid dann erlöst. Komm. Zwei Blöcke müssten eigentlich reichen. Erstmal. Wir können das ja nachher noch optimieren. So, danke. Ich weiß nämlich jetzt leider echt nicht, warum das hier nicht... Ja, es kann sein, dass das hier so in die Decke kommt. Weil es eine Treppe ist vielleicht. Wo das auch eine Treppe ist, macht eigentlich keinen Sinn. Komisch. Da geht's nur so weiter, das ist auch nix. Aber alternativ können wir es halt so machen. Bei mir, das funktioniert gar nicht, da kommen wir gar nicht mehr rein. Das ist ja totale Kacke jetzt. Da geht es witzigerweise. Warum geht das denn hier nicht? Mann, das ärgert mich. Ja, Leute, das ärgert mich. Geht das vielleicht in der Stufe hier nicht? Ach. Nee, das war auch Quatsch. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Aber die Stufe muss da sowieso wieder hin. Das ist überall so. Daran liegt es nicht. Das funktioniert leider nicht, wenn man da keine Scheibe hinsetzen kann. Was kann man denn sonst noch machen? Da müsste ich getöntes Glas nehmen. Das könnte vielleicht gehen. Das heißt, hier, oh, so. Jetzt mal schnell hier raus. Nehmen uns die Schilder. Und schreiben hier hin. Glas, oh. Glas tönen. Für erste Etage. Jawohl. Und damit... Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft Daily mit Tim Brennen. Bis dahin. Tür machen wir noch zu. So. Bis dahin. Tschüss.